VGW versorgt täglich Bürgerinnen und Bürger, Gewerbe und Industrie sowie andere Stadtwerke in zahlreichen Kommunen mit Trinkwasser. Eine zuverlässige Versorgung und gute Qualität haben ihren Preis. Wie setzt sich der Wasserpreis zusammen? Die wichtigsten Kostenblöcke sind die Infrastruktur, das Personal, die Investitionen und die Energie. Zur Infrastruktur gehören alle Grundstücke, Bauwerke, Anlagen und Maschinen, die von der Wassergewinnung bis zur Lieferung ins Haus oder in den Betrieb benötigt werden. Das sind zum Beispiel die Brunnen zur Wassergewinnung, die Aufbereitungsanlagen im Wasserwerk und die Pumpen, die das Trinkwasser ins Rohrnetz fördern. Das Trinkwasserverbundnetz der VGW hat eine Länge von rund 590 Kilometern. Damit das Trinkwasser überall und zu jeder Zeit mit dem richtigen Druck aus der Leitung kommt, sind viele weitere technische Anlagen wie Wasserspeicher oder Druckerhöhungsanlagen erforderlich. Alle diese Komponenten sowie das Trinkwasserrohrnetz müssen ständig überprüft, gewartet und erneuert werden. Dabei fallen unter anderem hohe Tiefbaukosten an, die in den letzten Jahren ständig gestiegen sind. Auch das Material, wie zum Beispiel Rohre, wird permanent teurer. Das Team Blau-Grün sorgt mit großer Erfahrung und innovativer Technik dafür, dass alle Prozesse rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr laufen. Inklusive Bereitschaftsdienst für den Störungsfall. Auch die Personalkosten haben sich in den vergangenen Jahren tarifbedingt erhöht. VGW investiert vorausschauend. Insgesamt fließen pro Jahr mehr als 2 Millionen Euro in die Wasserinfrastruktur. 2022 hat das VGW-Team mit diesem Budget 26 Kilometer Leitungsnetz ersetzt und 19 Kilometer Rohrnetz neu verlegt. Zudem hat VGW in den Wasserwerken deutlich mehr Brunnen erneuert und erweitert, um auch bei sinkenden Grundwasserpegeln genügend Wasser fördern zu können. Auch der Klimawandel ist ein Grund, schon jetzt nachhaltig zu investieren. Denn die Wasserbezugsquellen gehen tendenziell zurück. Demgegenüber steigt der Wasserbedarf in der Region Ostwestfalen-Lippe durch Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum. Damit der Trinkwasserbedarf auch zukünftig gedeckt werden kann, plant Gelsenwasser derzeit eine große neue Trinkwasserleitung, um Trinkwasser von der Ruhr an die VGW zu liefern. Wasserwerke und weitere Anlagen zur Gewinnung, Aufbereitung sowie Förderung und Verteilung des Trinkwassers erfordern sehr viel Energie. Die Wasserwerke der VGW benötigen zum Beispiel pro Jahr rund 2 Millionen Kilowattstunden Strom. Das entspricht dem durchschnittlichen Jahresbedarf an Strom von rund 802 Personenhaushalten. Die Energiepreise steigen in den letzten Jahren im Durchschnitt deutlich an. VGW lässt die eigenen Kosten der Wasserversorgung von einem unabhängigen Gutachter überprüfen und bestätigen. Das Kostengutachten zeigt, ob die jährlichen Einnahmen im Wasserbereich die Kosten der Wasserversorgung noch abdecken. Wenn das nicht mehr der Fall ist, ist eine Preisanpassung notwendig. Nachdem die VGW den Wasserpreis 8 Jahre lang konstant halten konnte, besteht nun Handlungsbedarf. Der neue Wasserpreis stellt sicher, dass die VGW die Wasserversorgung auch in den nächsten Jahren in guter Qualität sicherstellen und finanzieren kann.